Seit 2008 war unsere Forschungsgruppe Environmental Risk Assessment and Management bei 18 EU-Projekten beteiligt. Die Förderung durch die EU macht dabei den größten Teil unserer Forschungsfinanzierung aus. Im Rahmen dieser Förderung konnten 5 Doktorarbeiten durchgeführt werden und 6 Postdoktoranden arbeiten. Zusätzlich haben 4 wissenschaftliche Mitarbeiter in den verschiedenen Projekten gearbeitet. Alle diese Projekte haben sich dem Thema der Abschätzung von Risiken und Chancen von Nanomaterialien und der Nanotechnologie gewidmet. Die kontinuierliche Finanzierung durch die EU hat es uns erlaubt, weltweit eine führende Rolle im Themenbereich Nano und Umwelt zu erarbeiten. Während die Resultate von EU-Projekten normalerweise in Berichten publiziert werden, ist es unser Ziel, immer zuerst eine wissenschaftliche Publikation zu schreiben und dies als Basis der Berichte zu verwenden. Viele unserer Publikationen, die aus EU-Projekten hervorgegangen sind, werden von anderen Wissenschaftlern häufig zitiert und bilden eine Basis des wissenschaftlichen Erfolges der Forschungsgruppe. Ich bin seit 25 Jahren an der EMPA und forsche auf dem Thema nachhaltige Innovation, vor allem im Bereich der Nanomaterialien und Biopolymere. Im Moment bin ich als Arbeitspaketleiterin in 4 EU-Projekten involviert. GreenSense, Porous for App, Go4Nano, GoNano Biomat. In allen Projekten sind wir für die Evaluation der Umweltperformance zuständig. Wir berücksichtigen dabei nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen. Die Industrie ist in allen Projekten unser Partner. Und das ermöglicht uns zusammen mit KMUs, neue Methoden und Leitfäden für die frühe Innovationsphase zu entwickeln. Das Ausland ist in manchen Bereichen weiter als die Schweiz und durch die Zusammenarbeit haben wir die Möglichkeit, auch dort vorne dabei zu sein. Ich arbeite als Doktorandin im Biorima-Projekt. Das Biorima-Projekt befasst sich mit den Risiken von Nanobiomaterialien und das Ziel meiner Doktorarbeit ist die Modellierung von diesen Nanomaterialien im Körper und vor allem in der Umwelt. Das Biorima-Projekt umfasst über 30 Partner, alle mit unterschiedlichen Spezialisierungen, Hintergründen und Kompetenzen. Dadurch lernt man verschiedene Sichtweisen zu Themen und Problemen kennen. Es ist auch immer spannend zu hören, was die anderen Partner machen und woran sie arbeiten. Außerdem sind die Project Meetings natürlich auch immer eine gute Gelegenheit zum Networken und andere Partner mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. Vor allem für mich, da ich noch nicht so viel Erfahrung habe, ist das eine große Chance. Ja, ich arbeite im interdisziplinären EU-Projekt Calibrate, das mit 17 internationalen Partnern aufgestellt ist. Und das übergeordnete Ziel ist eben, ein Rahmenwerk für die Risikoabschätzung von Nanomaterialien zu erstellen, das verschiedene Tools umfasst, die aus ehemaligen EU-Projekten stammen. Ehe diese Tools jedoch in das Rahmenwerk aufgenommen werden können, werden diese speziell für Nanomaterialien getestet und angepasst. Das resultierende Rahmenwerk und die Wegeleitung soll für Stakeholder zugänglich sein, sodass diese dieses nutzen können und letztendlich Innovationen in ihrer Entwicklung gefördert werden. Beruflich bedeutet dies für mich zum einen den Aufbau und Ausbau meines beruflichen Netzwerks, was eben wichtig für die weitere berufliche Karriere ist. Zum anderen heißt es aber auch, dass ich eben neue wissenschaftliche Methoden kennenlernen kann in diesem Kontext. Und auf persönlicher Ebene ist es auch wichtig für mich, eben meinen Horizont zu erweitern, dass ich zum einen eine Auslandserfahrung habe durch die Verlegung des Wohnorts, aber auch innerhalb des Projektes verschiedene Nationalitäten und deren kulturellen Unterschiede kennenlerne. Mhm.